Hi Leute, heute möchte ich euch mal Indoor-Feuerwerk zeigen oder Partyartikel, um Hausfrauen und Putzfrauen zu ärgern. Kleiner Scherz. Mit Partyknallern fangen wir mal an, dass die Party losgeht. Da ist auch noch alles Komet. Dann haben wir hier Riesentischbomben. Noch eine. Dann hatte ich mir mal die Gruselbombe geholt. Gibt es immer zu Halloween bei Netto. Papierschlangen gesammelt über die Jahre. Kann auch nicht schaden. Dann Tischfeuerwerk von Leslie, 5 Stück drin, mal 5 Euro gekostet. Ich habe es immer mitgenommen, wenn es da war. Das ist, glaube ich, hier von Teddy oder Kick oder egal. Das war jetzt bei Netto. Ich bin nur hier. Das gab es auch beim Netto. Ach, das blendet. Partyfieber. Hier sind Knallbonbons drin. Auch noch Partyknaller. Auch noch mal Papierschlangen. Jede Menge. Und Stimmungsbomben oder Partybomben. Ja. So, dann haben wir hier so eine Prosit Partytischbomben. Gab es beim Netto, nee, beim Norma jetzt 2 Sektflaschen. Schönes Design, gefällt mir. Wer weiß, was da alles rauskommt. Aber naja, gut, wenn man mithilft putzen, ja, dann geht's. Das ist auch nochmal eine alte von Partybombe. War bestimmt auch mal so ein Set. Das ist alles über die Jahre gesammelt. Hier auch nochmal was von Komet. Wie heißt das? World of Kids. Good luck. Hier Schlangenkracher. Fokus. Ja. Irgendwie Party Time. Hey, ja, wenn man das alles bei der Party macht, dann vielen Dank. Ja. Dann geht am besten vor 12, weil dann braucht er nicht aufräumen. Auch nochmal Tischbomben von Leslie. Gab es auch beim Teddy. 1,50. Ja. Dann gab es jetzt nochmal beim Netto Konfettibomben oder Konfettikanone. Habe ich mal ein Stück mitgenommen. Ein paar Ersatzmagazine. Packen wir mal da hinten hin. Hier haben wir nochmal so eine Pistole. Hier haben wir noch alte, gut, die Verpackung habe ich halt behalten, aber hier sind auch ein paar Tischbomben drin, hier zum Beispiel von Nico, obwohl es eine Weco Verpackung ist, hier Tischbombe, Kugelblitz von Helios oder Weco, Partyknaller, hier auch nochmal, egal, fand das nur schön, die Verpackung. Nochmal so ein Schlotkehrer hier vom Keller. Mal vom Keller, nicht. Naja, gut, ist auch Komet. Ne? Nochmal. Haben wir hier von Weco. Fetzige Tischfeuerwerkssortiment. Mit schön viel Dreck. Gut. Hier haben wir nochmal die Prosit. Hier das die tapferen Seebären. Gut, wenn sich meine Neffen freuen. Einbein Eddie, Haken, Hau. Was steht da? Na, Kalle und Sepp, Säbel Sepp. Ja, gut.
Tiam nochmal Happy New Year. Ja, mit dem ganzen Zeug habt ihr die Putzfrau auf eurer Seite. Also, dann bis zum nächsten Mal und habt euch wohl.